Verständnis. Eine wichtige Eigenschaft zur Persönlichkeitsentwicklung, zur spirituellen Entwicklung, zum inneren Glück. Verständnis hat verschiedene Bedeutungen. Verständnis ist natürlich zum einen eine intellektuelle Herausforderung. Verständnis für einen Text zu entwickeln. Verständnis für ein Problem. Und du kannst ein Verständnis haben für Mathematik. Du kannst ein gutes Verständnis haben für die höhere Mathematik. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Es geht ja mehr Verständnis als Tugend. Und Verständnis als Tugend heißt Verständnis für andere Menschen. Verständnis für deine Partnerin, deinen Partner. Verständnis für dein Kind. Verständnis für deine Eltern. Verständnis für deine Kollegen. Verständnis für deine Mitarbeiter. Verständnis für deine Vermieter und so weiter. Du kannst dir zum Beispiel vornehmen, eine Woche lang, ich möchte Verständnis haben für alle Menschen, mit denen ich zu tun habe. Oder wenn du sagst, das ist etwas viel, bei der Arbeit muss ich praktikabel bleiben, muss auch mal streng sein, kannst du sagen, ich will jetzt eine Woche lang Verständnis üben. Ich will insbesondere mehr Verständnis haben für meine Partnerin, meinen Partner, für meine Kinder, Eltern, Nachbarn und so weiter. Verständnis beinhaltet Herz, das heißt Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, aber es ist noch mehr als ein, oder nicht mehr, sondern es ist auch zusätzlich die intellektuelle Komponente. Einen anderen verstehen, dem anderen auch verzeihen und den anderen mit Wertschätzung begegnen. In diesem Sinne ist Verständnis etwas Faszinierendes. Versuche herauszufinden, wie tickt dein Partner momentan, gerade wenn ihr schon länger dabei seid. In der Anfangszeit ist man so interessiert aneinander und man meint sich zu verstehen, alles Verständnis ist intuitiv, aber es ist vielleicht auch ein energiegetriebenes, vielleicht auch ein hormongetriebenes oder von früheren Lebenserinnerungen getriebenes Verständnis intuitiv. Man meint den anderen zu verstehen, man passt sich auch mehr an ihn an. Es gibt Wahrnehmungsverschiebungen und Angleichungen. Man ist eine Weile zusammen und dann ist das nicht mehr so. Und dann gilt es aktiv, Verständnis für den anderen zu bekommen. Zu fragen, was ist dir wichtig? Zu fragen, was tust du gerade? Zu fragen, was sind deine Anliegen? Und dann den anderen Verständnis zu zeigen und zu verstehen. Das kann man auch mit seinen Kindern machen. Oft denken Eltern, sie verstehen die Kinder. Oder oft wollen sie zwar am Leben der Kinder teilhaben, aber zu früh bringen sie in Schemata. Fragen mal Kind, ja, was ist denn dir wichtig? Kind fängt an, ein paar Worte zu sagen. Eltern sagen, das musst du so und so machen. Kein Verständnis ist da, sondern gleich Ratschläge, Tipps, Beurteilung. Verständnis ist dort wichtig. Ich würde dir also jetzt mal raten, den Tipp, nimm dir einfach vor, eine Woche lang Verständnis zu haben für deine Mitmenschen. Versuche sie zu verstehen und wenn sie etwas tun, versuche Verständnis dafür zu haben und vielleicht auch zu zeigen. Verschwiegenheit ist manchmal gut, aber oft ist es gut, Menschen Verständnis zu fühlen, aber auch Verständnis zu zeigen. Und sagen, ja, ich verstehe, dir geht's gerade nicht gut. Ja, ich habe mitbekommen, du bist gerade in einer Schwierigkeit. Ich will dir einfach sagen, ich bin mit dir, ich fühle mit dir und das ist einfach, was ich jetzt fühle. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Mein Name, Sukadev. Dies war ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten www.yoga-vidya.de